Der FV Illertissen ist die Mannschaft der Stunde. Aus den letzten 5 Spielen sammelte die Truppe von Marco Konrad 13 Punkte. Das ist ligaweiter Bestwert. Und dann gastiert an diesem 21. Spieltag ausgerechnet auch noch der VfB Eichstätt im Föhlin-Stadion. Gegen die Oberbayern verlor der FVI in 8 Regionalliga-Vergleichen noch nie. Einzig gutes Omen für die in grün-weiß gekleideten Eichstätter: der Hinspielheld auf Seiten der Hausherren Felix Thiel ist heute gelb-rot gesperrt. Er konnte im ersten Duell in dieser Saison 2 Elfmeter parieren, flog aber gegen Aschaffenburg vom Platz und wird deshalb von Luka Nujic vertreten. Dieser hatte aber genau wie sein Gegenüber Felix Junghan zu Beginn nicht wirklich viel zu tun. Beide Abwehrreihen standen sehr sicher und ließen kaum etwas zu. Erst kurz vor der Pause nahm die Partie dann Fahrt auf. Zuerst verpassen die Gäste nach einem Ausflug von Nujic die Führung und dann haben kurz darauf die Hausherren ihre erste gute Möglichkeit. Schöner Spielzug des FVI, Maurice Strobel bekommt die Kugel, legt direkt in die Mitte und dort trifft Natsuhiko Watanabe zur Führung für Illertissen. Toll herausgespielter Treffer der Hausherren, die kurz darauf sogar nachlegen hätten können. Wir zeigen die Szene ungeschnitten vom Anstoß weg. Dicker Bock der Eichstätter, doch weder Simir Tilalovic, der am Pfosten scheitert, noch Maurice Strobel können den Schnitzer der Gäste zum 2:0 nutzen. Allerdings auch eine klasse Rettungsaktion beim Schuss von Strobel von Theoman Akmestanli. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste. Nach einem Einwurf kombinieren sich die Eichstätter klasse durch. Tobias Stoßberger wird bedient und schafft es aus Spitzenwinkel, die Kugel im Tor unterzubringen. Schönes erstes Saisontor vom 22-Jährigen. Auf der Gegenseite gibt's nach einem Freistoß die Chance auf die prompte Antwort. Nicolas Keckeisen setzt das Leder aber ganz knapp vorbei. Doch diese Standardsituationen des FVI wurden ein ums andere Mal wieder gefährlich. In der 67. Minute segelt der Ball in den Strafraum, Marius Wegmann kommt an die Kugel und trifft. Nur 7 Zeigeumdrehungen später rollt der nächste Angriff aufs Gästetor. Die Flanke findet Simir Tilalovic und der weiß einfach, wo der Kasten steht. Florian Lamprecht versucht die Kugel noch von der Linie zu kratzen, haut sich das Ding am Ende aber selbst rein. Das war dann auch die Vorentscheidung in dieser Partie. Illertissen verwaltete die 2-Tore-Führung im Stile einer Spitzenmannschaft und gewinnt mit 3:1 gegen Eichstätt. Es war über sehr weite Strecken war es ein schweres Spiel gegen eine tiefstehende Eichstätter Mannschaft, die uns das Leben schwer gemacht haben. Wir sind dann Gott sei Dank bei Standards auch nach wie vor gefährlich und konnten das 2:1 durch den Marius nachlegen und haben dann zum Schluss raus auch mit dem Dritten dann die Vorentscheidung gebracht. Insofern freuen wir uns über diesen weiteren Heimsieg, freuen uns, dass es am Dienstag gegen Bayreuth zum tollen Pokalspiel hier kommt und freuen uns, dass wir insgesamt als Team den nächsten Schritt gemacht haben. Es ist ziemlich bitter, geht man in der letzten Minute in der ersten Halbzeit mit 0:1 im Rückstand. Dann ist uns eigentlich gut gelungen, zurückzukommen, haben dann mit einer unserer wenigen Offensivaktionen auch den Ausgleich gemacht. Ja. Und dann kriegen wir leider durch den Standard ein 2:1 und dann wird es klar, dann musst du weiter aufmachen, musst Richtung Unentschieden spielen, oder um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Und dann haben die Jungs von Illertissen, wenn sie Platz haben, spielen sie das natürlich sehr, sehr gut. Eichstätt muss angesichts von nur noch 4 Punkten Vorsprung auf die Relegationsränge den Blick nach hinten richten. Illertissen hingegen springt auf einen ganz starken 3. Tabellenplatz.